Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Leitstellenspiel. Ja, bisschen was ist passiert? THW ist gebaut, die Feuerwehr ist gebaut und ich glaube, die kennt ihr auch nicht. Ja, na und Fahrzeuge, also wir haben jetzt alles das, was fehlt. Wir haben jetzt, muss mir, lass mich mal gucken. Wir haben ein GW Höhenritter. Da habe ich so gedacht, na komm, so ein altes, ausgedientes LF. Das tut es eigentlich ganz gut. Wir haben ein DKP und wir haben einen Kran. Das heißt, wir haben feuerwehrtechnisch jetzt in Goslar alles mindestens einmal, was wir benötigen. So, das heißt, wir können hier ohne Bedenken weiter Sprechwunsch. ausbauen. Alles kein Problem. Und wenn irgendwann Einsätze dazu kommen, wo wir mehr brauchen, ist das ein anderes Ding. Das allerdings, denke ich mal, wird weniger so, zumindest relativ so schnell das Problem werden. Denn da ist ja noch dieser Fakt, dass Sprechwunsch. uns da dann die nötigen Rettungswagen und Polizeiwagen fehlen. So, also ich denke mal, wir können da ohne Probleme ausbauen bis zum Umfallen. So, wir können uns das Ganze aber auch mal angucken. Ja, was denn hier theoretisch noch möglich ist. Also Polizei kommt noch ein bisschen was dazu, also vielleicht so 4, 5, das war es dann aber auch. Also das heißt, diese Einsätze, die werden alle noch dazukommen. Ja, aber gut, hier haben wir es ja im Prinzip auch, also von daher ist nicht so das Problem. Was mich jetzt viel mehr interessiert, ja gut, das werden wir hinkriegen, das mit den 20 Feuerwehrwachen, das sollte nicht das Thema sein. Ja, das hier wird nix. Da fehlen uns einfach die Rettungswachen. Da kommt auch keine Rettungswache dazu. Das hier werden wir hinkriegen. Das Verbände. Ja, der Meier, gucken wir uns doch mal an. Das gucken wir uns doch mal genau an. Wie viel THW uns denn zur Verfügung steht. Wo seid ihr? THW haben wir 2. Goslar haben wir, Clausthal-Zellerfeld kommt noch. Gut, also wird das nix. Zumindest nicht, bevor wir das nicht mit irgendeinem anderen zusammenschalten. Das hier wird entsprechend auch nichts. Gut. Ja, Bereitschaftspolizei wird nichts. Ja, gut. Das soll aber auch jetzt momentan gar nicht so unser Problem sein. Das hier. Schade, da fehlt uns eine Rettungssache, ne? Aber gut, das könnte man durchaus hinkriegen, wenn wir mit Werksfeuerwehr arbeiten, dass wir da dann eventuell noch so ein bisschen, ne? So ein bisschen halt. Oder irgendwie Bergrettungsstation, keine Ahnung, stellen wir da NKTWs hin oder weiß der Geier was, ne? Da sind wir durchaus flexibel. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Wir werden jetzt auch die Krankentransporte anschmeißen. Ist ja das über, dann kann man ja auch Krankentransporte machen. Dafür haben wir sie ja auch. Ja, ne, schicken wir hier erstmal die KTWs los. Bevor wir an die NKTWs rangehen. Sind ja alles Reserve-RTWs, ne, wenn man es mal genau nimmt. Also erstmal die kleinen Brüder losschicken, bevor die Großen an Start gehen. Ja gut, jetzt, ne? Hier müssen wir jetzt ein Sprechwunsch. NKTW nehmen. 91 84 1. Bestimmt der Braunschweiger. Nee, der aus Dings. Sprechwunsch. Ah, ja, natürlich. Der vom Dings. Ja, und hier kommt jetzt der. Oh, das ist Junge, Junge, Junge. Gut, jetzt müssen wir die ganzen NKTWs nehmen. Egal. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Das kriegen wir dann aber bei Zeiten auch hin. Ne, Prioritäten sind natürlich jetzt auch ein bisschen was anderes. Gut. Ja, lasst uns erstmal gucken, was wir jetzt überhaupt hier so gebaut haben. Also, wir haben hier ein TSFW, wir haben hier ein ALF, wir haben hier ein LF10 und hier haben wir auch ein LF10. Irgendwie sowas. Das heißt, wir haben 4 neue wasserführende Fahrzeuge. Ja, dann sollte man mal zusehen, dass wir hier zumindest ELW und Drehleiter schon mal hinstellen.
Und hier können wir dann bei Bedarf dann, ne? Irgendwelche Geräte, Wagen oder weiß der Geier was entstehen. Irgendwie sowas werden wir uns da überlegen. Ja, Kohle haben wir sowieso keine. Sind pleite. Können wir mal gucken, was habe ich denn überhaupt die Tage gemacht? Also gestern und der Rest von vorgestern. So, heute natürlich noch nicht ganz so viel. Das ist klar. So, gestern 600.000 und davor der Tag eine knappe Million. Ist in Ordnung. Ich meine, irgendwo muss die Kohle herkommen. Ja, die ich ausgegeben habe. Wunderbar. So. Ja, weiter auf dem Plan geht, dass wir uns jetzt als nächstes, weil wir müssen jetzt auch erstmal gucken, dass wir hier Personal rankriegen. Ne? Ihr könnt jetzt hier nicht weiter ausbauen und am Ende fehlen uns die Fahrzeuge. So, also kümmern wir uns jetzt dann erstmal wieder so ein bisschen um die Polizei. Macht Sinn, ne? Macht Sinn in meinen Augen. Voll und ganz. So, das heißt, ich weiß, lange Zeit mal Polizei, dann kommt da als nächstes eine Polizei. Wollt ihr zum Teil schon. So denke ich, wird es Sinn ergeben. DHW haben wir. Ja, nee, hierfür brauchen wir noch keinen Lehrgang. Mal erst hier und hier. Können ja mal pauschal gucken, ob wir noch irgendwo Leute über haben. Habe so meine Zweifel. Oh. Könnte man bei Gelegenheit. Hier geht's weiter. Ja, sieht nicht so aus, als wenn wir noch irgendwo Personal haben, das wir verschieben können. War schon Ordner 2 jetzt weiter. Auch nicht. Dann machen wir mit Peine weiter. Auch nicht. Unser Hase? Ja, hier haben wir zumindest noch Zugtrupp. Ja, dann verschieben wir die jetzt erstmal, weil wir bräuchten nämlich erstmal noch keine. Nur keine weiteren, die wir verschieben müssen. So, das heißt, hierfür haben wir, das heißt, wir müssen jetzt erstmal nur noch Fachgruppe ausdingsen und dann war es das. Richtig? Richtig. Gut, wunderbar. Dann machen wir einfach mal folgendes. Bieten die woanders raus und können sie ja verschieben. Sprechwunsch. Andererseits, bis die Ausbauten fertig sind, haben wir genug Personal. Nicht dauert 3 Wochen, das heißt, in höchstens 12 Tagen bis dahin. Ja, passt. Sprechwunsch. Wobei, das vergesse ich bis dahin. Außerdem zusätzlich im Zweifel zusätzlich ausgebildetes Personal ist auch nicht schlimm. So. Wir brauchen die Fachgruppe Räumen. Bäm. Und die bilden wir. Haben wir da noch welche? Ja, bilden wir hier halt noch. Naja, okay. Haben wir ausgebildet, ist nicht das Ding. Bilden wir einfach noch weiter welche aus. Wir brauchen sie ja schließlich doch irgendwann. Okay, das heißt, das Personal haben wir. Schön. Das ist gut. So. Mal hier mit den Einsätzen weitermachen. Ja, und du darfst da auch feuchtfröhlich vor dich hinbimmeln. Das ist in Ordnung. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen, wenn du mitteilungsbedürftig bist, lieber Einsatzgenerator. Sei es dir gegönnt. So, Krankentransport. Haben wir hier einen KTW frei? Jawohl. Sehr schön. Auf geht's.
Wieso? Welcher bist du denn? Du bist, ach, du bist der Gefahrgut. Haben wir hier eigentlich Gefahrgut ausgebildet? Ja. Okay, Kran müssen wir zuweisen. Okay. Moment. Moment. Da. Du und du. Wunderbar. Gefahrgutbomber bräuchte man natürlich dann hier noch ein bisschen. Naja. Also Gefahrgut ist ja mit drei Leuten besetzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder ist der mit mehr? Er ist nur mit drei. Ja gut, dann können die auch zu zweit. Das ist ein Ding. Das heißt, bei Gelegenheit. Ja, dann müssen wir mal gucken. Hier wird es natürlich auch langsam eng. Wie viel Wasserfahrt? 1, 2, 3, 4, 4, 4. Ja, 4. Naja, man müsste gucken, dass man eventuell das WLF verschiebt. Wir müssen hier nämlich noch eine FDZ bauen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da würde ich sogar schon noch was vorschlagen, dass wir uns da tatsächlich vielleicht als nächstes erstmal darum kümmern, weil, wieso, was ist denn das durch? Ich dachte, das ist das Zoller. Weil wir natürlich auch, ja, weil wir die FDZ, da brauchen wir natürlich Personal, das müssen wir erstmal ausbilden und so weiter, ne? Wir stellen dann ein zweites WLF hin und können dann natürlich noch mit ein bisschen mehr ABs arbeiten oder sowas. Ja. Irgendwie so. Und was auf jeden Fall auch gemacht werden muss, wir müssen den Rettungsdienst im Kreis Goslar ein bisschen ausbauen. Wir brauchen definitiv mehr RTWs. Nicht zwingend mehr Notärzte, aber auf jeden Fall RTWs. Und da könnten wir eigentlich, ja, da würde ich mich jetzt tatsächlich ja so wirklich so als nächstes mit drum kümmern, dass wir überall noch ein RTW hinzustellen, eventuell auch ein NEF zum Beispiel. Ja, hier könnte man sogar ein NRW hinstellen, das würde sich hier anbieten. Wie sieht das hier in Goslar aus? Ja, Goslar braucht auf jeden Fall. Hier auch definitiv, ne? Also hier haben wir nicht mal einen Notarzt. Ne, nicht mal das, ne? Müssen wir die Wache ausbauen und so weiter, weil, ne, wir können uns das ja mal gerne hier angucken. Rettungsdienst, 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 ne? Hier, Goslar. Bäm! Gut, das sind alles. Na gut, das hier sind Reservefahrzeuge, aber trotzdem, ne? Also, 4-1, ist schon die Ohne. So, Bad Harzburg ist auch recht groß. Und ich meine, wir haben genug KTWs insgesamt, damit wir die KTW-Einsätze bekommen. Das heißt, wir können da ohne weiteres die KTW, also, ne, können dann auch entsprechend mehr MZFs hinstellen. Also die NKTWs. Ja. So. Ja, und dann ansonsten, also ich habe mir Folgendes überlegt. Also ich arbeite ja nach dieser Liste hier. Ich kann euch ja mal kurz zeigen. Wir können ja mal von oben das Ganze durchgehen. Also, hier habe ich mich noch nicht drum gekümmert. So, FDZ. Hier, guck mal, haben wir eine ganze Menge ABs. Also das heißt da auf jeden Fall. Ja, die haben, gut, okay, das sind die keine entsprechenden Standorte. Warte mal, Bredelem. Ja gut, Bredelem wäre das Sprechwunsch. hier. Ja, okay, also der steht hier. Okay, gut, ist in Ordnung. Also die Fahrzeuge ignorieren wir. Die Fahrzeuge sind dann quasi hier mit bei der FDZ und alles ist schick. So, also wir haben Goslar gebaut, wir haben Hanorf, wir haben Hahnklee, wir haben Jerstedt, wir haben Oger, wir haben Langelsheim, wir haben Asfeld, wir haben Bredelem, wir haben
Lauenthal noch nicht, aber wir haben Wolfshagen. Also, ja. So. Der nächste Sprechwunsch. Schritt wäre dann tatsächlich hier. Ne? Geht dann hier weiter. Mit denen. So. Hier haben wir natürlich schon angefangen. Das geht dann hier oben weiter und so weiter und so weiter. Ne? Und hier seht ihr, sind auch ganz, ganz viele kleine Feuerwehren dabei. Es wird spannend und es wird aber auch vor allem interessant. Also, und dann, wir haben hier drei Werkfeuerwehren. Und da könnten wir dann tatsächlich bei diesen drei Werkfeuerwehren. Weil ich meine, die bauen wir natürlich dann dementsprechend, wir müssen sie ja groß ausbauen, damit es Sprechwunsch. Werkfeuerwehren werden. So, das heißt, da können wir dann noch einen Rettungsdienst anbauen machen. Ob wir da dann Rettungswagen hinstellen, das sei ja mal hingestellt. Ist aber nicht wurscht. Ja, aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, bauen wir hin. Machen wir. Warum nicht? So. Ja, und dann haben wir hier das ganze DRK. So, und da würde ich persönlich sogar vorschlagen, aus jedem einzelnen Standort machen wir eine SEG. So, und wir müssen ja nicht zwingend, ne, wir können ja sagen, okay, ihr macht nur Wasserrettung. Und wenn man da am Ende nur eine Wasserrettungswache hinstellt, ist ja völlig wurscht. So, ihr macht zum Beispiel nur Rettungshunde. Ihr macht nur Transport oder ihr macht nur Führung oder ihr macht alles oder weiß der Geier was. Aber ihr ist, ne, weil ich meine, wir haben ja halt, ne, oder meinetwegen stellen wir doch nur ein RTW hin. Als SEG-RTW, oder? Also da sind wirklich so viele Sachen möglich. Tja. Ist halt, Sprechwunsch. ja. Schon irgendwie vieles möglich. Oder einiges, ne? Kannst du mal halt drin, wie man möchte. So. Ja, du fährst mal da rein. Wir sind das unbedingt hier. Unbedingt hier runterschrauben. So. Wieso fehlen hier eigentlich RTWs? Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch losgeschickt. Da. Oh, ich sehe schon, wir haben Überlänge. Egal. Völlig wurscht. Passt. Ja, wir müssen auch mal im Kreis Gifhorn Hannover noch mal ein bisschen neu nachjustieren, weil ich meine, da werden die Einsätze ja auch mehr. Ne? Braucht man halt auch mal so das ein oder andere Fahrzeug noch neu. Aber das kommt dann halt so zwischendurch. Da machen wir gar keine große Welle drum. Wird gesetzt und gut ist. Ja, jedenfalls können wir sagen, wir haben in Goslar noch einiges vor und vor allem auch noch einiges zu tun, aber nichts, was sich so großartig irgendwie zu Problemen führen kann. Wir haben dort jetzt erstmal alles, sind abgedeckt. Gut, am Anfang jetzt mit THW kann es vorkommen, dass wir dann erstmal aus Braunschweig was runterschicken müssen oder sowas, aber okay, das gehört dazu. Das kennt man halt nicht anders, ne? So, jetzt gehen wir schnell hier die Krankentransporte losschicken und gut ist. So, ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Die kommt. Ja, übermorgen. Ja, so. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.